So. Puh. 50.000 Zeilen später. Ah, Entschuldigung, aber es muss sein. Hier. Jetzt zu dir. Wo finde ich deinen Anführer? Gar nicht. Seine schwimmende Festung im Hafen ist ständig in Bewegung. Niemand weiß, wo er ist. Mit Jacob Zenger sprechen, okay? Machen wir aber noch nicht jetzt. Ich schaue erstmal, haben wir ab hier ein Plakat zum Abbeißen? Das wäre jetzt gerade irgendwie sehr schön. Ah, da. Jetzt machen wir weiter. Vater und Sohn. Naben, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Nein. Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung. Sinn. Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel. Nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein. Sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt.
Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. In gewisser Weise hat er recht. Frieden heißt nicht gleich Freiheit. Also gesagt, wenn einem jedem die Freiheit gelassen wird, zu tun zu lassen, was er möchte, dann muss es aber nicht gleich heißen, dass Frieden herrscht. Gehen wir mal von Serienkiller aus. Für die wäre Freiheit, dürfen töten, wie so viel die wollen. Aber es wäre kein Frieden, dann würde eher Chaos entstehen. Item? Also in gewisser Weise hat er schon recht. Hallo? Ja, sicher, hängt hier dran. Einen Moment. Church, du gerissener Bastard. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Ich sollte vorbeigelangen, ohne Verdacht zu erregen. Aber du? Nein. Entweder zusammen oder gar nicht. Was schlägst du denn vor? Ich suche eine Wache, die dienstfrei hat und nehme seine Uniform. Wie du meinst. Ich warte hier auf dich. Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? Okay. Will sich verarschen. Genau in dem Zeitpunkt. Das sollte reichen. Folge mir. Halt, Fremde. Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. Was ich mir nicht verstehe. Helm hat gesagt, das sind Leute, die ich nicht kenne. Aber er hat keine Probleme, da durchzukommen. Das kommt mir widersprüchlich vor. Benjamin Church konfrontieren. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was?
Das tut mir sehr leid. Es tut dir leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut dir leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Benjamin Church, ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Wisp. Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Wir wählten die Seite des Siegers! Die Briten gewinnen diesen Krieg! Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht, wie dieses Halbblut kämpft, wie ein wilder Hund. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei, schnapp sie! Lasst sie nicht entkommen! Wo ist Church? Ich sag's euch, alles was ihr wollt, aber versprecht mir, mich nicht zu töten! Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique. An Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Na super. Voll in der Brauerei. Ganz geil. Hallo? Ja, entspann dich erstmal. Wir müssen du hast Zeit. Hier raus. Was du nicht sagst. So nah und doch so fern. Finde einen Weg um die Flammen herum. Oh, mit dir. Komm zurück, ihr Verräter! Oh, es wird mir eine Freude sein, euch zu bestrafen. Nein! Hat Schöpfer euch gut gesagt? Wurdet ihr angemessen entlohnt? Und was nützt euch euer Gold jetzt? Das magische Gold vielleicht? Wie das, aus dem das Vlies geschwonnen wurde? Meint ihr, er schützt euch vor den Flammen? Ich dachte, ihr wärt zu siegesicher. Warum rennt ihr dann vor uns weg, ne? Du solltest ihre Gesichter sehen, Sohn. Die Angst, die Panik. Der hat sich sogar nass gemacht. So, und raus. Klett. Schau, ob du was findest, um es aufzubrechen. Connor? Was hast du vor? Oh, nein. Tu das nicht. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite...
Wasser. Jetzt wissen wir es. Okay, Helen verliert seinen Hut aber wie nicht. Interessant. Church hat einen guten Tag Vorsprung. Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. Der Schaum und das Feuer. Ein bitteres Ende. Sollen wir? Marinegemälde, okay. Karibische See, 1778. Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Church ist uns jetzt sicher um Tage voraus. Habt etwas mehr Vertrauen. Er hat uns nie enttäuscht. Aber die Messlatte hängt auch nicht besonders hoch, oder? Wir sind näher, als du glaubst, Vater. Sag mal, wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht, so wie du segelst? Ich hab wenigstens ein Schiff. Und du? Schiff ahoi! Ist das die Welcome? Und sie geht vor Anker. Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Das sieht nicht gut aus, ich sehe Kartons über Bord. Also Kisten. Sieht aus, als wäre das Schiff verlassen. Church war schon immer ein gerissener Bastard. Dann ihnen nach! Gebt mir alles! Volles Segel! Runter auf halbes Segel! Schneller, Connor! Wir müssen schneller werden! Weniger Knoten! Halbes Segel! Scheiße. Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass er entkommt! Vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Ruder übernehmen. Thank you.
Noch ein paar super Sprüche, ja? Beeil dich! Wir werden keine zweite Chance bekommen! Kaum habe ich immer die großen, ganze volle Segel ausgefahren und schon kommt die Böe. Mhm. Klar. Kann dieses Schiff denn nicht schneller? Können wir schon, aber dann würden wir halt gegen die Dinger brechen. Wie heißt es, gegen die Felsen brechen? Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass ihr entkommt. Boah, ey. Schnauze. Sie fährt zwischen den Klippen durch und die Akia ist dafür zu groß. Wir müssen außen rum. Gott verdammt, wir verlieren ihn noch. Was bleibt uns denn übrig? Die Felsen zerdrücken uns sonst. Die Strömung hier ist schnell. Wir haben noch eine Chance. Feindliche Schiffe nähern sich. Oh. Waffen bereit machen. Wir werden das Feuer erwidern. Church nutzt den Angriff als Deckung. Versenkt ihn, bevor er flüchtet! Schickt den Bastard auf den Meeresgrund! Nein, das Schiff darf nicht sinken! Die Ladung ist äußerst wichtig! Schnapp ihn, Connor! Nicht entkommen! Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Nein, das ist L1, scheiße. Die Schiffe! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sicher die Achterleinen! Zum den Bugfest! Hey! Auf den Kampf! Thank you.
So. Nun schauen wir mal. Das ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Benjamin Church. Talentierter Arzt. Rhode Island. Church wird von Deutschland und Idioten. Der Capella-Gruppe. Es wird auch ein Haus in der Stadtteil. Es muss sich lohnen. Ah. Wie sich herausstellt, ist Church entweder ein fabelhafter Lügner oder er hat irgendwann vor 1775 seine Treue von den Rebellen wieder auf die Briten übertragen. Da erwischte man ihn, wie er verschlüsselte Nachrichten an die britischen Streitkräfte in Boston schickte. Statt für Hochverrat gehängt zu werden, wurde Church nur inhaftiert und später ins Exil geschickt. Da musste er eine schnelle Zunge beweisen. Seine Ausrede war, dass er eigentlich der Kontinentalarmee half, indem er die Anzahl der Truppen und Schießpulverlager übertrieb. Kluges Köpfchen. Zum Glück für Church erfuhr die Kontinentalarmee nur von einem der verschlüsselten Briefe. Moderne Forschungen haben ergeben, dass er den Briten schon einige Zeit Briefe geschickt hatte, wahrscheinlich um alte Schulden zu begleichen. Übrigens wurde sein teures Herrenhaus von der neu gegründeten amerikanischen Regierung beschlagnahmt und verkauft, um Kriegsschulden abzubezahlen, aber nicht ohne es vorher noch von den wütenden Rebellen plündern zu lassen. Das könnte nach poetischer Gerechtigkeit klingen, war aber irgendwie unfair. Zu dem Zeitpunkt lebte Church nicht einmal dort. Er hatte es seiner Frau hinterlassen, die er für eine andere Frau verlassen hatte. Anscheinend wurde Betrug zu einer seiner Gewohnheit. Was für eine gute Partie, dieser Mann. Mehr zum Thema Verrat, als er Informationen an die Briten verkauft hat, wurde Church auch zum Verräter an den Templern. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das besonders mutig oder unheimlich dumm gewesen ist. Nach Churchs Ende zu urteilen, nehme ich an, das Letztere. Er klingt wie jemand, der sich selbst betrügen würde, wenn sein anderes Ich, sein erstes Ich, gut genug bezahlen würde. Hier sind wir also von Angesicht zu Angesicht, mein Freund. Es war ein richtiges Abenteuer, das sag ich dir. All deinen kleinen Tricks und Fallen zu entgehen. Clever! Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin! Einen Traum, den du zerstören wolltest. Und dafür, mein gefallener Freund, wirst du nun bezahlen! Genug! Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Was zur Hölle? Ich frage nochmal, wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben.
der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zawanios Ginaa, Diahne de Gantu Zidogaske. Das war richtig. Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Oh, wäre ganz cool. Trophäe erhalten bei 2 von See. Erinnerungen synchronisiert. Sequenz 9 beendet. Weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich, jedenfalls was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Suri? Welche Rolle spielen wir da? Dann hat er recht. Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Payton mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Ah, für kleine Satteltaschen, okay. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt Benjamin Church schon gemacht. Wir haben jetzt glücklicherweise keinen Winter mehr, beziehungsweise keinen Schnee mehr. Sprich, ich werde jetzt wieder eine Aufnahmepause machen. Ich werde wahrscheinlich zwischen dieser und nächsten Aufnahme wahrscheinlich die ganzen Sachen eingesammelt haben. Ich bin überlegen, ob ich noch die ganzen einzelnen Bürgermissionen mache. Also diese, jetzt beispielsweise wie den Kindern helfen, wie das Essen zu kriegen oder was weiß ich was. Muss mal schauen. Ja. Dann will man sagen, bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 3 Remastered. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und...
Bis zum nächsten Mal. Ciao.